Hildegard Knef, am Anfang ihrer glänzenden Karriere als bezaubernde Evas Tochter und als hinreißende Schauspielerin in dem Film, der zum größten Skandal wurde, den es je in Deutschland gab. Die Sünderin. Als Partner Hildegard Knefs, Gustav Fröhlich. Regisseur dieses gewagten und heftig umstrittenen Films, Willi Forst. Hinaus! Auf der Stelle hinaus! Ich schlage euch alle Knochen im Leibe kaputt! Schweine seid ihr, schmutzige Schweine! Jetzt dachte ich, jetzt werde ich es erfahren. Das, worüber so viel gewispert wird. Liebe. Ich hatte mir etwas Erhabenes darunter vorgestellt. Und in diesem Augenblick schenkte ich nebensächlich mehr Beachtung als dem jungen Manne, der mich damit sich fortzog. Es war das Unbekannte, das Geheimnisvolle. Ja, es war reine Neugier, die mich mitgehen ließ, ohne mich zu wehren. Mit Schlägereien, Tumulten und Prozessen, mit Stinkbomben, Polizeiaktionen und Tränengas versuchten Gegner dieses Films, die Aufführung zu verhindern. Doch das Recht, sich selbst eine eigene Meinung bilden zu dürfen, siegte. Millionen von Besuchern drängten sich in die Kinos und ließen Die Sünderin zu einem der größten Erfolge werden, die es bisher im deutschen Film gab. Die Kritiker urteilten damals, bei aller Anrüchigkeit des Sujets, ein mit Behutsamkeit und künstlerischen Mitteln gemachter Film. Er wusste nicht, wie sehr ich ihn verstand. Seine Augen glänzen, ganz fiebrig. Und plötzlich packt er mich. Ich war so bereit, aber das erschreckte mich doch. Gleich in den ersten Wiener Tagen hat es begonnen, als du plötzlich anfingst, mich zu malen. Akt müsstest du wieder zeichnen, sagtest du, ganz von vorne beginnen. Alle deine großen Worte, der vollkommene Körper brauche sich nicht zu verhüllen, er sei ein Geschenk der Götter, sie waren vergessen. Schon beim kleinsten Verdacht, es könnte mich jemand anderer als du nackt gesehen haben, wurdest du wütend. Vielen von Ihnen, meine Damen und Herren, war es damals verboten, diesen Skandalfilm zu sehen. Sie waren zu jung. Jetzt haben Sie Gelegenheit, dieses Versäumnis nachzuholen. Die Sünderin läuft in Kürze erneut in unseren Kinos. Lassen Sie sich diesmal das Recht und die Chance nicht nehmen. Erleben Sie Hildegard Knef in einer ihrer gewagtesten Rollen als... Die Sünderin.